Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play aus Flipper. Ja, neue Folge für euch und jetzt Escape Highlight in dieser Haus jetzt. Haha. Ich habe viele Sachen gemacht und ich muss mich bedanken. Ah, sie sehen auch schön. Das sind unbekannte Bilder. Die sind noch nicht mal in die Spiel. Ja, das sind meine private Bilder und die habe ich jetzt in das Haus hier reingebaut. So, hier eine kleine Geschichte. Das ist eine Bild, die habe ich selber erstellt mit Photoshop. Das ist nochmal eine Seite und die habe ich dupliziert und ja, es sieht nicht so schlecht aus, oder? Und hier, das sind Bild von meinem Urlaub im 2016 im Holland mit meiner Familie. Und ja, ich habe auch gedacht, ja, könnte man auch Abwechslung geben. Und ja, Lal, danke für diese Tipps sowieso. Und jetzt, was ich muss sagen, ja, jetzt, Sie sehen auch, dass die Badzimmer, die habe ich auch total so verändert, weil, ja, ich habe auch gesehen, dass diese Fliese, die waren auch nicht so schön. Dann habe ich so gedacht, ich mache Farbe auf die Seite und nur ein kurzes Eck mit Fliese und dann hier noch ein Bild aus Holland mit einem großen Schiffe. Ah, ich hoffe, das gefällt euch. Das ist noch nicht mal fertig, weil Sie sehen auch, dass ich aber auch jetzt alles gestrichen im Schwarz und ich habe auch diese Abenteuerfarbe. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich habe das so im dupliziert, so nicht dupliziert, aber zusammengestellt und hier noch ein Bild aus Holland. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die Orte heißt, aber ich habe noch gute Erinnerungen. Und das ist noch nicht vorbei. Jetzt, ja, wir schauen oben, weil oben habe ich auch ein paar Sachen gemacht. Zum Beispiel ihre große Highlight aus Paris. Ja, diese Arc de Triomphe. Und diese Bild ist auch relativ groß, weil ich habe auch jetzt gesehen, dass wir dürfen auch große Bilder anpassen und ach super. So, dann ist auch ihr noch nicht so ganz so weit fertig, aber ich habe auch jetzt gerade die Wände gestrichen und noch dazu noch ein Bild mit einem schönen Boot aus Holland und noch einmal hier ist noch Holland zu sehen auch. Es war auch eine schöne Zeit für mich gewesen. In 2016 war. Und ja, ich werde das Haus sowieso verkauft, aber die Bild behalte ich auch schön. Das heißt nicht, dass die Bild sind weg. Nein, 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 die sind nicht weg. So, aber jetzt, was ich aber auch jetzt gesagt, wir fangen an mit unserer Küche. Einrichtung, oh, Moment, wo bin ich? Kücheneinrichtung und ich habe noch ein paar Heizungen neu gemacht, weil ja, da waren nur zwei Stück waren gewesen in diesem Haus und dann habe ich gedacht, oh, aber lieber eine oder mehrere dazu. Und dann, ja, nee, ich glaube, das war nur ein Heizungskörper und dann habe ich noch zwei Stück reingebaut, eine große und eine kleine. Okay, fangen wir mit die Küche. Ja, Sie sehen auch, dass ich aber relativ was neue Fliese eingesetzt, das sieht auch schön gut aus. Und ja, fangen wir mit dieser Küche. Ich hoffe, das gefällt euch. Für mich, das ist ein schönes Haus. Ich muss nur jetzt denken, ja, es könnte auch gut sein, dass alles gut geht mit das Haus. So, man könnte versuchen mit dieser Komplettküche in T-Form, vielleicht passt das. Ah, in Marmor, Mama und Elle Kirche, Mama im Makor. Ja, warum nicht? Ob das passt hier drin, das ist noch die Frage. Aber ich denke schon, weil. Aber das ist auch wieder. Es nimmt auch viel Platz. Schaut ihr das an? Nein, nein, das passt nicht dran. Nein, nein, das passt nicht. Und sowieso, ich muss denken, dass jetzt Anschluss mit Wasserinstallation der Spüle, ich glaube, dass für die Küche, ich habe nicht so gedacht, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber könnt mal schauen. Gut, ich werde sagen, Mama, ein Spülbeck ihre. Oder geht das nicht? Ich weiß es nicht.
Mal sehen, mal sehen. Weil ich habe auch die letzte Zeit immer so die Küche-Einrichtung gemacht und Spülbecken kaufen muss ich. Ja, aber gut, aber ich will auch nicht ein Spülbecken kaufen. Mal versuchen, ob das funktioniert so. Weil ich habe auch gedacht, das gibt's doch nicht, dass die Küche, man kaufen Küche, aber es passt auch irgendwie auch niemals ein Kücheanschluss, oder? So, jetzt könnte man drehen. Ich hoffe, dass ich bin auch richtig dran für den Spülbeck zu montieren. Ja, normal muss das funktioniert, oder? Ja, jetzt. Okay, diese Küche hier, das geht. Aber ja, okay, dann habe ich gedacht, ich mache einen Wasseranschluss, aber Sie sehen auch, dass ich kann sowieso nicht mal die Wasseranschluss anschließen. Okay, dann haben wir auch etwas gelernt. So, ich habe etwas gelernt. Da könnte man leider Leute keine Wasseranschluss machen für die Küche. Okay, aber es ist nicht schlecht. Wir haben auch schon einen Bereich für die Küche. Okay, ich werde sagen, machen wir noch etwas anderes neben dran. Erstmal machen wir vielleicht unser Stopp-Rohrfange. Das ich mache sofort die das Erden nebendran. Ja, machen wir so. Nochmal das Erd kommt nebendran. Ja, und das ist wieder auch etwas neu in dieser Küche. So, ich meine Kücheninstallation, weil ich habe das niemals benutzt, hier dieser Schrank. Aber es ist okay. Sonstiges, nein, das war beim. Wo war das gewesen? Unser Küche-Set beim Sonstiges, oder? Wenn ich habe gute Erinnerungen. Nein, beim Küchenauswahl. Aus Altwaren. Ja. Jetzt, ich habe noch Erinnerungen. Elektrische Erde, jawohl. So, jetzt, ja. Ja, aber ich muss das auch ganz genau neben dran stellen. Oh ja, ja, ja. So, jetzt bin ich gut da dran. Nee, ich glaube das jetzt. Okay, aber jetzt die Rohrfange, die muss ich bewegen, weil machen wir nicht so hoch. So, jetzt. Das Rohrfang. Ja, die Leute sind schön begeistert. Die wissen auch nicht, wie das aussehen. Da die Küche, aber schön Begeisterung. Danke, danke, Leute. So, aber jetzt Kühlschrank. Kühlschrank Japan. Ja, was ist das? Kühlschrank Japan. Ja. Kühlschrank. Ja, warum nicht diese Kühlschrank hier? Dann stellt man auch die Kühlschrank nebendran. Erstmal drehen, weil der ist auch nicht. Ja, und ich hoffe, Sie gehen alle gut. Da sind ein paar neue Videos gekommen. Sie haben auch vielleicht gesehen, neue Projekte sind da. Ja, weil ich habe auch gedacht, dass manchmal, vielleicht ist das langweilig geworden auf meinem Kanal und. Oder Sie haben Lust auf etwas anderes und so habe ich auch gedacht, ja, ich mache etwas neu für euch alle. Und mal sehen einfach, wie das euch gefallen. Das ist für mich keine Probleme. So, jetzt haben wir das, okay. Kühlschrank, ja, okay, gut. Jetzt machen wir so, ich werde sagen, machen wir Schränk oben. Aber wo aber diese Schränk für so diese Regal oder Schränk, da muss ich wieder gucken beim Küche. So, Küche. Ja, stimmt, da war
Schränke mit engen Regal, ja, okay, weiß. Was haben wir? Orange, schwarz, grau. Uff, grau. Sieht auch nicht so gut aus. Aber nee, ich wollte sowieso nicht das kaufen. Ich wollte wieder. Das gibt etwas so in die Art von dieser Küche. Das war diese große, ja, moderne, enge. So schwarz, nein, Tech Braun, Makore. Ja, so war das in Makore. So, aber jetzt, das passt nicht. Das nimmt so viel Platz. Oh nein, nein, nein. Boah, was ist das für Schränke? Die so viel Platz nehmen, das ist unfassbar. Okay, dann machen wir das nicht rein. Dran. Ich werde sagen, dass die letzte Mal, da waren viele Sachen. Wo war das gewesen? Ah, beim Küche. Ja, Haken für, ja, für Küche-Ustensilien. Orange, grau, ja. Das machen wir auch. Sowieso ist noch Platz für Sachen. Ist das gerade? Ja, das ist gerade. Okay, dann werden wir auch ein paar Sachen drauf machen. Ja, diese neue kleine Features, was die haben eingebaut die letzte Zeit, das ist okay. Haben die auch immer das Spiel noch in Entwicklung, so nicht in, ja doch, die sind immer um neue Sachen zu machen und das ist auch sehr nett, muss ich sagen. So, Notiz mit Rezept buchen, das könnte man kaufen. Vielleicht passt das auch jetzt dran hier oben. Nein, passt das nicht? Okay, gut. Ich habe gedacht, das wäre auch wahrscheinlich passt, aber nein. Dann stellt mal hier her. Gut, ich habe auch gedacht, vielleicht könnte man Essenbereich machen, aber ich weiß auch nicht wo. Weil das ist auch ein kleines Wohnzimmer. Da muss ich auch überlegen, da wollte ich auch die Couch machen, aber Couch, Fernsehen nebendran, das wäre auch wieder kompliziert, oder? Oder gradiere. Ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Ja, das wäre möglich. Weil sonst, ich weiß nicht, wo können die noch essen. Sowieso, ich werde auch sagen, wir machen noch immer noch diese Wohnzimmerbereich, so wie das war vorhin, mit diesem Fernseher und ein kleiner Tisch. Ihre. Und dann ihre kommt auch nicht mal etwas, oder? Weil ihre ist die Eingangstür zum Garage. Ah, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich muss noch überlegen, wie alles das wird dargestellt. Das ist nicht immer gleich das Platz steht einfach. Die Platz ist immer manchmal begrenzt und manchmal haben wir viel Platz. Aber zum Beispiel für jetzt diese Regal, ja, ich wollte diese große Regal modern eng geschränkt machen, aber das funktioniert nicht. Dann, ich werde sagen, dann machen wir diese Schränk mit engen Regal. Schwarz-grau, okay, machen wir nur weiß, weil es gibt auch keine andere Möglichkeit. Ja, ich denke mal schön, das könnte man auch ihre was einsetzen. Machen wir mehrere. Dass die wissen auch, oh, das gibt Platz für alles. Ja. Ich krieg eh nicht alle meine Dokumente. Ja. Aber warum will der seine Dokumente in eine Küche stellen? Könnt mir etwas jemand erklären, warum der will seine Dokumente in eine Küche Schränk ansetzen? Hallo? Normal Dokument kommt nicht in eine Schränk, oder? Nicht in die Küche, die Dokument kommt in die Wohnzimmer oder Arbeitszimmer. So, Arbeitszimmer. So, ja, zwei Schränke. Da kann man etwas machen. Dran. Ne? Ja, Mama, ich habe auch gesagt, ist egal, mit wie viel Geld ich investiere wieder in diese Haus, in das Haus. Vielleicht könnte man auch Gewinn machen. Mal sehen. So, Tonfischdose kann ich nicht diese Stelle. Ja, warum? Okay, gut. Dann machen wir, ja. Etwas andere. Tonfischdose direkt als Geschenke. So. Jawohl. Dann
weiß der neue Besitzer danach, er hat sofort eine Dose mit Thunfisch als Geschenk bekommen. Ja, weil ich dachte, dass wir könnten noch ein paar Sachen hinstellen in die Regal. Aber ich guck mal, vielleicht funktioniert das. Tomatendose? Nee, geht das nicht. Ah. Ja, dann machen wir noch Tomatendose dazu. Tomato Soße. Okay, das ist ein Tomatensauce, oder? Tomatos, ja, keine Ahnung. Passierte Tomate vielleicht, okay. Gut. Weiter geht's mit der Küche. Ja, weil ich will auch diese Küche mit euch machen. Tomate in der Dose, ja. Hier haben wir Schalter. Okay, Löffel. Messer, Reis, ja, ein großer Reis, Nudel, Nuss, ja. Gasflasch, ja, nee, warum nicht, aber große Container für Lebensmittel, ja, Container für Lebensmittel. Okay, das ist diese Survival-Sachen, okay, aber ich will das nicht. Was haben wir noch? Regal für Küchen, ja, das machen wir auch wieder dran. Ja, weil da muss das auch wieder voll ausgestattet werden, diese Küche. Okay, dann werde ich sagen, jetzt kaufen wir noch eine Mikrowelle. Ja, ich bin auch nicht ein Mikrowelle-Fans. Gut, ich benutze das auch trotzdem, ein Mikrowelle, aber ich versuche das auch nicht immer, das zu benutzen. Weil manchmal Mikrowelle, was machen wir nicht, was wäre dabei? Mit dieser elektrischen Sache geitzt oder ja, das gibt manche Sachen, haben die gemeint, dass Mikrowellen werden wir auch Krebs bekommen und ich weiß es nicht. Ich bin auch so nicht immer Mikrowellen, ab und zu, aber nicht immer. So, außerhalb war. Ihr könnt auch ruhig schreiben in die Kommentare, was ihr denkt über Mikrowellen, aber ich bin nicht so ein Fricks. Gut, ich habe auch in Gastronomie viel gearbeitet mit Mikrowellen, muss ich zugeben, aber was ist dann mit der Gesundheit? Immer, das ist auch immer eine Frage. Manche sagen, ja, Mikrowellen ist gefährlich und ja, manche nicht. Ich weiß nicht auch ganz genau. Da wird man sowieso nicht immer erfahren, was ist mit mit die Gesundheit, was geht einfach dazu? Manchmal wissen wir auch nicht alles. Ne? So, jetzt die Mikrowelle, Mama ihre. Ah, ja, der geht auch voll an die Wand. Ja, weil irgendwie habe ich auch nicht gesehen, aber das gibt auch Platz. Oh, aber der Mikrowelle ist auch nicht. Ja, Mama, lieber der Mikrowelle stabil an die Tische. Bevor das er fällt runter und danach, da haben sie Problem, die Leute. Okay, Mikrowelle. Dann werde ich sagen, Kaffeemaschine, Mama, und Schneidbrett, ihr Schneidbrett. Schneidbrett, wo war das noch einmal? Ich glaube, ja, Kaffeemaschine. Kann man auch sowieso machen, aber Kaffeemaschine, ja. Kaffeemaschine kaufen, ja, das nimmt viel Platz. Aber da ist auch viel Platz. Okay, Kaffeemaschine ist da. Jetzt wollte ich Messer und Schneidbrett. So, Moment. Schreibtisch, nein, sonstiges. Ich glaube, das war beim sonstiges. Ja, das sind so viele Sachen in dem Spiel. Wasserkocher, das könnte man auch kaufen, sowieso. Den Wasserkocher nebendran stellen. Jawohl, da haben die auch. Ja, für den Moment, ich schaue nicht mal auf das Geld. Ich vermute, dass man könnte auch ruhig gutes Geld verdienen mit das aus. Mit dieses aus. Ich denke mal, das ist auch kein Problem normalerweise. Aber gut, ich habe für die erste Mal diese
Experiment gemacht wegen Wasseranschluss, aber Sie sehen, dass mit dem Wasseranschluss für die Küche, das wird nicht beobachtet. So, das wird auch nicht gemeint, ja, die Kücheeinrichtung braucht einen Wasseranschluss. Nein, es ist leider nicht so. Okay, ich weiß nicht, welche Rum. Ja, machen wir so. Sowieso ist auch egal. So, Moment. Die Schneidbrett ist da. Oh, vielleicht machen wir die vielleicht ihre, weil. Da denke ich mal, dass so ist das nicht gerade. Okay, hier ist das gerade. So, jetzt kommt, ich mache ein Messer dran, ja, weil ich habe auch gesehen, das gibt auch ein einzelne Messer, Küchenmesser. Dann ist auch die Messer sofort bereit. Ja, warum nicht so? Aber nein. Ah, es geht nicht zu dem Brett. Ah, das ist schade. Ich habe gedacht, das wird auch optimal gehen. Ja. Und jetzt schaut ihr das an. Da ist alles schön vorbereitet. Das ist der Messer, der an diese Messerstände fällt. Okay, gut. Was sollte man noch jetzt instellen in diese Küche? Das ist gut. Viele Details. Aber ich denke, dass nebendran, ja. Da passt noch was. Das passt noch etwas. Gut, ich werde sagen, dass die Kühlschränke machen wir komplett seitlich neben. Oder Moment mal. Ich stelle es mal erstmal eher her, weil ich will noch eine Schränke einsetzen nebendran. Vielleicht haben wir auch Platz für eine Schränke. Weil könnte man auch nicht direkt. So, was haben wir? Ein Küchenschränk, ja. Ah, die Küchenschränk sind, ja. Das wollte ich auch haben. Die sind auch sehr gut, diese große Küchenschränke. Aber ist der gut? Nein, der ist nicht gut. Die eine Richtung, die Richtung ist nicht gut. So, aber jetzt ist das okay so. Nein. Ah. Jetzt wäre okay. Und dann stelle ich mal ihre. Und dann, ja, machen wir den Kühlschrank nebenan. Den Kühlschrank machen wir nebenan. Ja, ah, das passt schön, oder? Das ist eine schöne kleine Küche wieder. Gut, Licht könnte man noch machen. Aber ich habe jetzt gesehen, dass wir haben auch verschiedene Wandlampe. Ich habe auch keine benutzt ihre bei. Im alle aus, das habe ich nicht benutzt. Nein, da lassen wir das so. Das war auch nicht schlecht. Und ja, ich könnte mal noch ein Uhr noch dran stellen. Aber erstmal machen wir noch an Lampe. Ja, da könnte man auch. Ich glaube, das ist lang schön, oder? Mal sehen. So, Schalter betätigt, jawohl. Und langsam, nee, das wird nicht dunkel draus. Oh doch, 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 das ist Nacht, oder? Ich habe auch nicht geguckt. Ist das Nacht? Ah doch, das ist Nacht, Ah, ja, Sie sehen das auch, die Zeit. Ah, 4 Uhr 26 morgen, okay, Da werde ich noch Nachtschicht machen, Aber gut, ich denke mal schön, dass mir die Licht, es ist nicht schlecht, aber vielleicht diese Licht etwas hochgehe, so hoch mache, dass irgendwie steht
irgendwie alles so, nee, stellt man noch ein Stück hoch. Oder? Was halt ihr dafür da vorne? Schreibt auch ruhig in die Kommentare, aber ich glaube, dass, nee, ich muss trotzdem diese Licht hier runter machen. Oder gerade so. Und diese andere Licht, ja, vielleicht könnte man die, nein, die geht auch nicht nebendran so. Aber die geht hier so einfach, okay. Ja, das ist eine andere Beleuchtung. Ich finde das auch nicht schlecht. Aber man könnte auch wieder schauen, das gibt auch etwas andere. Ein Doppelwandlamp für Bade. Ah, das könnte ich kaufen, aber das machen wir direkt in die Badzimmer. Das habe ich auch nicht geachtet. Das gibt auch Lichter für die Spiegel. Ja, sehr, sehr schön. Aber ja, jetzt habe ich die Problem, dass die Wasserboiler, so der Wasserterm ist nebendran. Und dann kann man das auch nicht so benutzen. Ja, Sie sehen auch, dass ich habe Problem, aber ich werde sagen, stellt mal das IR so und dann das bewegt mal so. Ah, das ist auch die Sache. Ich will auch das auch irgendwie nicht direkt. Ja, ich werde sagen, Mama, ihr, das macht auch nicht Sinn, das ganze Teile. Ja, ihr ist besser. Das sieht man auch nicht, das ganze Teile. Aber ihr, ja, scheint, dass ich kann auch nicht mal. Okay, ich habe gedacht, das wird funktioniert, aber doch, so funktioniert das. Okay. Und jetzt mal schauen. Schalter. Ah, das ist viel, viele Licht, oder? In die Badzimmer ist viel Licht jetzt mittlerweile. Okay, aber jetzt schalten wir das Licht aus. Ja, Schalter betätigt, jawohl. Und hier in die Küche. Ich glaube, dass mit diesen zwei Licht, das ist okay. Aber gut, ich wollte noch, wie gesagt, wegen Essbereich. Ein Tisch hier wäre doch gut, aber da ist auch nicht so viel Platz. Ne? Mal gucken, mal gucken. Ich mache noch mit euch diese Tisch hier und dann mache ich diese Part am Ende. Tisch Andrea, Tisch Lim. Ja, warum nicht? Tisch Lim, weiß, was haben wir für Mahoni? Was ist das für Farbe? Mahoni, Nuss. Ja, Nuss. Warum nicht Nuss? Ja, doch, das wird schön gehen, eine Tisch. Aber ich muss das so stellen, dass ja, dass man kann auch bewegen, weil wenn dieser Tisch ist auch, ja, doch, das gibt Platz. Kann man auch jetzt schließen, diese Badzimmer. Ja, das gibt Platz. Ich muss auch zugeben, da ist noch Platz. Wo im Defekt könnte man das auch vielleicht ihre Hersteller, es wird auch nicht so, ja, ich stelle das drüber, oder könnte man auch so machen. Dann ist das aus, ja, mit, nur für zwei Personen, zum Essen, nein. Ja, die Problem ist, oder kauf mal etwas anderes. Weil Essebereich haben wir nicht hier. So was haben wir für Tisch, einfache Tische, klassische Esstische. Geht das überhaupt? Ich weiß nicht ganz genau. Braune. Mach mal einen Braun. Ja, Sie sehen, dass es nimmt auch viel Platz. Dieser Tisch nimmt auch viel Platz. Vielleicht muss ich so machen, dass wir haben auch
noch Platz. Ja, ich werde sagen, mach mal so. Da ist noch sowieso Platz für Bewege. Und ah nein, ich wollte noch, ach, ich wollte immer noch diese Sofa und ja. Das ist auch nicht so gerechnet. Ja, aber die Problem, es funktioniert nicht, mit so einem Tisch funktioniert das nicht. Ich muss irgendwie etwas anderes machen. Tisch slim, schwarze Olsen. Ich habe alle an voll zu tun. Ah ja, ah, okay, Moment. Mal. Ja, ich habe das hier. Aber ich verkaufe das wieder. Weil das Essenbereich ist schwierig zu stellen. So in schwarz, ja. Ja, das ist auch wieder etwas groß, oder? Das ist auch die Sache, dass. Ei. Okay, Moment mal. Ach, hier habe ich noch diese kleine Tisch. Sonst habe ich gedacht, ja. Ei. Hier ist sowieso kein Platz. Wenn ich mal diese Tisch, dann kommen wir auch nicht weiter. Und wie gesagt, ich will noch diese Wohnzimmer so mit Fernsehen und. Aber wenn ich mache auch sowas so, ihre. Ah. Nee, dann machen wir das auch weg. Dann lass mal über die kleine Tisch, wo ich habe gemacht. Dann ist auch die kleine Essenbereich. Ja, weil. Irgendwie passt das, aber ich werde auch diese Tisch hier schieben. Und tut mir leid, das ist sowieso ein Haus für eine Person, glaube ich. Oder zwei. Ja, dann mache ich zwei Stuhl und fertig. So geht das. So geht das heutzutage, oder? Da haben die keine Wahl. Das ist schade, dass das Haus hat auch, gut, die war auch nicht billig, aber ja, da könnte man auch nicht alles so machen, so wie man denken. So, jetzt machen wir ein Stuhl und dann machen wir noch einen Stuhl. Und dann muss das auch funktionieren. Zu zweit könnt ihr auch ruhig essen, drin, ne? Oder? Gut, ja. So. Jetzt, ja, für zwei Personen. Ich werde sagen, das ist nur für zwei Leute gemacht, diese Haus. Sowieso schaut ihr das an, draus ist auch nur zwei Stühle. Dann ist auch nicht gedacht, das soll mehrere Leute kommen zum Besuchen. Sowieso, ich denke mal, das ist für eine Rentner-Pärchen, das passt sehr, sehr gut, das aus. Okay, aber jetzt, ich mache Schluss mit diesen Teilen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und eine schöne Feierabend oder einen schönen Nachmittag, wie ihr möchtet. Und wir sehen uns in einer neuen Folge gemeinsam. Bleibt sie dran, ich wünsche euch alles gut und ciao, macht's gut.